So, hier ist der Bowlcut. Wir sind auf Wadi. Ich bin mit dem FV der Briten unterwegs. Wir haben den Spielmodus Angriff. Mal schauen, wie das funktioniert, ein Angriff mit einem TD. Verteidigen geht ja einfach, aber angreifen. Gucken wir mal, ob wir hier auch was ausrichten können. Da bin ich mal gespannt. Falls ihr euch wundern solltet, dass da im Video oben bandycam.com steht, das ist leider das Zugeständnis dafür, dass ich die Software benutzen darf, ohne zu bezahlen. Das ist so eine Art abgespeckte Version dieser Software, die jeder benutzen darf. Dann will man ein Vollprogramm haben, bezahlt man dafür und dann hat man da auch nicht diese Werbung drin oder Anzeige, welches Programm man hier benutzt hat für. Aber das soll ja am Spielspaß uns nicht hindern. Und schauen wir mal. Ich habe auf dem Briten-TD, das ist der Zehner, 8 Goldmurmeln mit, das ist ein HE-Geschoss und noch 4 normale HEs, weil ich einfach festgestellt habe, mit normaler AP-Munition auf weite Entfernung gibt es einfach zu viele Abpraller. Und man will ja eigentlich den Babywerfer, wie er auch oft genannt wird, schön fahren in der Form, dass man die Leute so richtig zusammendrischt oder One-Shots macht. Andere sagen dazu ja Trollen, dass sie sich so richtig schön drüber aufregen. Und bei dem, was ich zurzeit finanziell auf dem Konto habe und auch noch an Munition für dieses Fahrzeug im Lager habe, ist das auch ganz egal, dass ich Gold schieße. Weil ich habe einfach die Credits, wo soll ich damit hin? Ich habe alle Fahrzeuge, die das Spiel zurzeit bei 8.11 bietet, freigeforscht. Ich besitze nicht alle, weil ich einige Panzer nicht spiele, weil ich da nicht gut drin bin. Aber ich habe sie alle freigeforscht. Die ich haben will, habe ich gekauft. Und wenn man doch einen Kredit über hat, was soll ich denn damit machen? Ich gebe sie halt aus. Mal schauen. Ob der. Nein, er zieht sich zurück. Ja, ihr seht, mit einem TD im Angriff, das ist nicht so attraktiv. Ist aber mal was anderes als nur zu verteidigen oder rein TD zu spielen. Ich hoffe, ich mache genug Damage und mein Team versagt nicht ganz. Oh, 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 da kommt Kundschaft. Der will das aber wissen. Oder? Nö. Versuchen wir mal einen Kundschuss. Da war nämlich nicht viel vom Fahrzeug zu sehen. Das meiste war durch eine Sanddüne versteckt. Der Briten-TD hat eine Abweichung von 40 cm auf 100 Meter. Deswegen sage ich Kunstschuss, weil er kann sonst wo reinschlagen, wenn er die Streuung voll ausnutzt. Das Geschütz ist nicht das genaueste, aber wenn es trifft, seht ihr ja, macht es Löcher. Und zwar dicke. 183 mm Löcher.
Schauen wir mal, ob wir was sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, wir haben noch 4 Minuten und da ist noch eine Menge Zeit, wenn man nur 10 Minuten zur Verfügung hat. Weil das Gefecht kann am Ende ganz schnell kippen, zu beider Seiten. Da schauen wir mal. Ich hoffe, ich gewinne, weil Damage habe ich eigentlich schon schön gemacht. Da kommt noch ein Kunde und er hat mich nicht auf den Schirm. Oh, das sieht doch schon nicht schlecht aus mit knapp 5000 Schaden und 4 Kills. Und ich werde mal jetzt noch offensiver vorgehen, in der Hoffnung, dass wir hier die Sache für uns jetzt in trockene Tücher bringen können. Da geben wir mal Gas und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, wer alles auf mich schießen kann zurzeit. Zwei Goldmurmeln habe ich noch. Und ich glaube, die sind bei dem Full Life Jagdpanzer 100 gut aufgehoben. Da kriege ich einen von hinten. Bedeutet für mich, renn, Forrest, renn. Weil ich habe keinen gesehen und ja, dann wollen wir mal ganz schnell aus dem möglichen Gefahrenbereich rauskommen. So, jetzt habe ich noch 4 normale Goldmurmel, Quatsch, normale AE-Geschosse dabei. Und da schauen wir mal, ob ich die passend einsetzen kann. Oder sollen wir lieber campen? Oder cappen? Vielmehr gesagt, ich glaube, im Sinn, Gewinn ist Gewinn, aber wir sind habgierig. Wie sagt der Oberst Leo, ein guter Bekannter von mir? Damage, Damage, Damage. Ich hoffe, die zwei cappen jetzt und wir sorgen dafür, dass der Feind nicht nachrückt und denen von der Pelle bleibt. Wenn wir das schaffen, dass der Gegner nicht mehr an unsere Leute rankommt, sollte das ein Win werden. Da riskiere ich auch mal für jetzt hier zu versterben. Wir haben Gegner angesteckt. Er fährt weiter, statt stehen zu bleiben. Wer stehen bleibt, hat eine bessere Chance, dass es gelöscht wird. Wer fährt, hat selber Schuld. Vielleicht kriegen wir noch die letzte Murmel raus. Und es ist ein Gewinn.